Was haben wir denn hier? Oh, 105! Es braucht einiges an Zeit und Mühe, diese Pastete zuzubereiten, aber der Geschmack ist es wert. Ja, vor allem der Gesundheitsbuff ist es wert. Und was haben wir hier? Ausdauerbuff! 100! Oh. Geröstete Krustenpastete. Das war der mit dem Schweif, ne? Nee, das war der mit Ei. Aha, ich glaube, das wird unsere neue Ausdauernahrung. Es sei denn, es gibt noch bessere und wir müssen auch nicht backen. Verbranntes Gemisch. Ja, das ist ein bisschen besser. Ja, doch, schon ordentlich besser. Aber würde ich nicht machen. Da würde ich natürlich das Beste nehmen. Brodelnde Beerenbrühe. Das und dieser Salat, ne? Mariniertes Grüngemüse. Boah. Das ist natürlich top. Verdammt, diese Werte sind so low, ey. Oh Mann. Und wie ist mit neuem Met? Da würde ich auch erstmal noch warten. Sehr gesund. Gesund, Giftwiderstand. Ja, damit würde ich erstmal warten. Und dann haben wir auf jeden Fall da schon mal ein bisschen was ausprobiert. Und haben wir hier sonst noch was Neues? Da gucke ich mal nach. Werkzeugregal? Nein. Hier auch nicht. Bei der Schmiede. Schmiede-Werkzeuggestell. Hier. Aha! Metallschneider. Gut. 5 Flammenkernerz. Her damit. So. Und was brauchen wir dafür noch? Schwarzen Marmor 5. Verkohlter Knochen 4. Da haben wir doch alle auf Halde. Hey, ja. Das. Und schwarzer Marmor 5. Dann nehme ich auch nur die 5 raus. So. Und dann baue ich die auch hier daneben. Schon klar. Ne? Langfristig werden wir den und die andere Erweiterung natürlich unten einbauen. Aber das will ich erst machen, wenn wir alle haben. Weil ich gehe stark davon aus, es wird für den auch noch einen geben. Weiß ich nicht. Wird er mal in die Kommentare schreiben. Weil wenn wir alle haben, ne, alle Erweiterungen, die es bei den Ashlands Updates gibt, haben, dann erst gehe ich nach da unten und baue das ein. Vorher ist mir das zu blöd. Und wir haben hier die Nahrung, die... Kommen neue Sachen rein? Nee, ne? Wir können jetzt doch alles upgraden. Ah, ist das teuer! Das ist der ganze Schwarzmetall wieder weg, ne? Gut. Ach ja, und die Kotzebeere packe ich hier doch raus. Habe ich hier eigentlich nur reingetan, weil ich nicht wusste, wo wir die hin tun sollen. Aber die Giftkiste ist eigentlich ideal. So. Sehr gut. Ja, dann packe ich den Rest erstmal wieder rein. So. Pack den Askwin-Schweif hier wieder rein. Halt. Hier hin. Und den ganzen anderen Klumpatsch ebenfalls. Ascheholz. Edelholz. Aegis. Und Mehl. So. Und das ist ja richtig krass. Und wenn ich jetzt mal nachgucke, hier springt aber nichts irgendwie neu rein, ne? Oh, Alter. Alles können wir jetzt aufwerten. Naja, gut. Und was ich übrigens noch sehen wollte, das sah nämlich sehr geil aus. Ach, warte mal, ich gucke erstmal weiter. Ob ich hier was übersehe? Nee, ne? Nee. Es gibt immer noch nur den Runentisch und die unvergänglichen Kerzen. Die sehen übrigens ziemlich geil aus. Ne? Man kann auch einfach diesen Tisch irgendwo hinbauen, die Kerzen irgendwo hinbauen und den Tisch wieder abreißen. Das geht auch. Dann hat man da diese Kerzen stehen. Wie dem auch sei, was haben wir hier? Hier ist auch was neu, das hier. Ja. Ja, ja, schon schick. Vor allem, ich mag das, dass dieses Holz so stark bearbeitet ist, ne? Also das sieht so rau aus, so wild. Und huch. Und bei dem ist es so glatt. Finde ich voll schön. Ansonsten hier nichts Neues. Hier sind die Sachen neu. Ich schaue trotzdem nochmal, ob hier irgendwo was dazwischen geflogen ist. Nee, ne? Und vor allem Möbel. Was ist das hier? Puresitpulver, Flammkern und Schwefel. So.
Moment mal. 16. Und so. Und auf jeden Fall werden wir davon oben mindestens eine bauen. Es kann aber sogar sein, dass wir die komplette, also die Laternen mit dem Dingern ersetzen, wenn die mehr Licht werfen, ne? Ich gehe mal nach oben. Ist, glaube ich, auch gerade Abend geworden, ne? Die Sonne ist untergegangen, man sieht es nicht. Sieht aber danach aus, weil es da so orange ist. Und vor allem nervt es, dass es gerade neblig ist, aber wie dem auch sei. Plusti! Na, was plust es hier rum? Alles plustig? So. Stimmt, die könnten wir hier auf den Tisch stellen. Bietet sich doch an, wa? Ich mach mal und guck, was sich für ein Licht wirft. Oho. Das müssten wir beobachten, wenn es dunkler ist, ne? Aber das hat auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall Hammer aus. Haben wir so richtig Lavalampe, ne? Wie eine echte Lavalampe. Irgendwie cool. Aber, die könnten wir tatsächlich dann... Weil die hängen zwar immer so raus, das finde ich zwar ganz geil, aber die könnte man zum Beispiel... So, ne? Oder immer so auf die Spitzen. Ne? Es wäre zwar teuer, aber ich guck mal, wie das aussieht. Ich mach das mal hier bei unserem Balkon nur. So und so. Und das reicht dann auch erstmal. Und dann werde ich das... Ich kann das gerade schlecht beurteilen, wenn wir es gerade frisch gebaut haben. Ich muss gucken, wie es auf mich wirkt, wenn ich vergessen habe, dass wir es gebaut haben. We will see. Und wie ich schon meine, ne, die kosten jeweils immer einen Barren. Und die Barren sind sehr wertvoll. Wie es immer mit Metallen ist in diesem Spiel. Ihr wisst es ja selber. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob wir das wirklich so durchziehen. Obwohl andererseits, die Laternen haben alle Bronze gekostet, ne? War doch Bronze oder Kupfer? Kupfer. Die Laternen kosten Bronze, so war das. Ach, und die habe ich ja noch gar nicht angeguckt. Wir haben doch hier Topfschirmen. Und... Ah, dafür brauchen wir dieses Holzkohleharz. Ich verstehe. Als Kleber. Aha, die sieht ja hübsch aus. Und ich kann das aber abreißen und krieg's wieder, ne? Gott sei Dank. Vor allem 5 Scherben für eine Vase. Aber weil die größte ist, ne? Die 4 und die 3. Ich verstehe. Aha. Ja, sieht eigentlich ganz schick aus. Ich habe doch gerade keinen Anwendungszweck dafür. Kein Plan. Aber auf jeden Fall gar nicht schlecht. Und haben wir hier sonst noch was? Oh, so eine Rundbank. Rundbank, ja? Ist das so? Ja, nee, hier passt das nicht rein. Ich überlege gerade. Nee. Nee, hier ist auch doof. Aber hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich die... das als die Sonnenuhr genommen. Kann man das überhaupt rund bauen? Warte mal. Wenn ich... Weil das sieht aus wie ein... Schon ein Viertel, ne? Ein Viertelhalb. Viertelhalb. Ein Viertelkreis, meine ich. Das ist ein Viertelhalb. Also ein Achtel. So. Ja, kann man ineinander bauen. Sieht sogar gar nicht schlecht aus. Man kann sie sogar so bauen. Ja doch, dann zittert die Grafik. Ich scroll mal ran. Und wenn ich zum Beispiel sage, eine leichte Lücke dazwischen, so. Dann sieht es voll schick aus. Mhm. Allerdings natürlich sehr dicht, ne? Aber man hätte so ein hübsches Rondell. Weil dann kannst du dann ja hier so weitermachen, ne? Aber nicht so und so. Sehe, glaube ich, komisch aus. Naja, jetzt sieht es aus wie eine Modelleisenbahn. Gut, weg damit. Finde ich geil. Also auf jeden Fall sehr praktisches Möbelstück. Wenn man das vergleicht mit den anderen Sachen, die ja immer sehr
klobig, immer sehr, ne, so wie finde ich das mit diesem Tischvergleich. Und hier haben wir zwar den runden Tisch, aber stimmt, das ergänzt sich doch bestimmt mit dem hier gut. Aber, what wolt's? Das kennen wir schon. Asquin-Teppich? Oh, der ist aber überhaupt nicht schön. Der sieht ja aus, als ob das ein Lederteppich ist, der zu lange in der Feuchtigkeit war und anfängt zu gammeln. Den baue ich nicht. Es sei denn natürlich, der gibt einen guten Wert. Stimmt. Gab nicht jeder Teppich? Nee, sie haben es reduziert. Es ist... Du musst einen Teppich bauen. Egal welchen, ne? Gut. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege. Wenn irgendwas von diesen Möbeln uns unsere Gemütlichkeit erhöht, dann immer her mit der Information. Wir haben auch hier... Boah! Der ist ja schick. Und dafür brauchen wir die verkohlten Schädel. Grausten, Flammenkern. Mhm. Ja, ja. Aber auch da habe ich mich für den Holzthron entschieden. Weil der am besten zu unserem Zimmer passt. Auch wenn das sozusagen der Lowste ist, ne? Aber Stein kann ich auch tatsächlich oben schwierig bauen. Der sieht natürlich auch geil aus, wie von so einem Zwergenkönig. Und das hier sieht so... schon echt geil. Sieht schon geil aus, weil mit dieser Baumverzierung. Und haben wir sonst noch was Schickes? Nee, ne? Nee. Oder ich habe wieder was übersehen. Und ich habe eigentlich auch gehofft, es gibt eine neue Kiste. Ehrlich gesagt. Und bei dem Bett frage ich mich, ist das besser? Das Aschenholzbett, ist das besser als das Bett? Also gibt das einen besseren Wert, meine ich? Schreibt's mir in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und außerdem habe ich etwas anderes noch vor. Das wurde ebenfalls in die Kommentare geschrieben. Und zwar nicht nur von einer Person, sondern von mehreren. Und deswegen will ich da jetzt mal was... Oh, das hat sich verbraucht. Wir haben die Scherben zurückgekriegt, aber nicht das. Aha. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das Absicht ist, weil das ja der Kleber ist. Wenn du was geklebt hast, dann kriegst du den Kleber ja nicht zurück. Macht ja schon Sinn. Aber das bedeutet, dass wenn wir diese Töpfe bauen, uns gut überlegen müssen, wo wir die hinbauen. Ne? Aber ich weiß sowieso noch keinen Anwendungszweck dafür momentan, wie ich schon meinte. So, ich gehe mal nach unten. Schmeiße das hier rein. Und mache jetzt das, was von sehr, sehr vielen Leuten gesagt wurde. Und ihr habt ja recht. Es wurde gesagt, diese Fackeln da, diese blauen, warum machst du die? Weil es gibt doch Schwadenfackeln, die leuchten doch auch blau und die muss man nicht aufladen. Und ihr habt ja recht. Komm, ihr habt ja recht. Wir nehmen uns mal Edelholz raus und ein paar Schwaden und machen mal die Rüstkammer neu, weil ich glaube, das geht ja auch fix. Ne? Und weil auch gerade Nacht ist, können wir dann gut abschätzen, wie sich das mit dem Licht verändert. Beim Werkstattrondell würde ich es trotzdem lassen. Ganz gerne. Mit den Fackeln. So. Dann nehmen wir mal die Schwadenfackel raus. Und ich hoffe, wir kriegen die hier irgendwie zwischengefriemelt. Kriegen wir nicht. Wie sieht denn das aus? Doof, ne? Dann habe ich eine andere Idee. Ich reiß das nochmal weg. Und wir machen Holz. Habe ich nicht mitgenommen. Ich gehe mal kurz nach oben, hole ein bisschen Feuerholz. Oh doch. Doch, doch, das hat irgendwie was, ne? Und das Licht, was es wirft, ist auch ganz schick. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich brauche Feedback. Bitte. Und dann gehen wir nochmal kurz nach unten. Wir haben ja Gott sei Dank auch unsere Laterne an, deswegen ist es ja okay, dass es gerade Nacht ist. Wir machen mal hier unten so einen Querbalken hin. So. Und da mache ich mal die Fackel drauf. Und zwar so dicht dran, wie es geht. Und zwar... Na komm! Ja, da geht sogar ein bisschen rein. Sehr gut. Zack. Und wenn wir den wegreißen, hält die zum einen... Sieht von hinten zwar ein bisschen komisch aus, ist aber okay. Und dann haben wir das so, ne? Im Vergleich, das sieht natürlich schon cooler aus, gebe ich zu. Aber das müssen wir immer auffüllen. Und da wir hier so viele haben, finde ich das doch besser gelöst, wenn wir das so machen. Komm, weg damit. Der kommt hier hinten hin.
So dicht dran, wie es geht. Nee, doch nicht. So. Ja. Und dann mache ich mal hier weg. Mache ich die erstmal alle weg. Ach ja, die Dinger. Ich hoffe, die kommen uns nicht in die Quere. Gut möglich, dass es so ist, aber so sei es. So, die hier weg. Vorsichtig, dass ich nicht das Falsche abreiß. Oh, wir sind überladen. So und so. Und hier. Und dann gehe ich mal kurz raus und schmeiße das Deck. Oh, es wird schon morgens, kann das sein? Gut. So. Stimmt, so viel hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Ganz ehrlich. Also so viel von dem Yggdrasil-Holz. Ich dachte mir lieber zu viel als zu wenig. Und jetzt hängen wir hier. Ja, und wir sind schon wieder überladen. Gut, dann mache ich mal jetzt als erstes die Bretter darunter. Jeweils immer überall. Dann müssen wir das nicht immer switchen. So. Ja. Laggedy lag. Das heißt, das ist morgens. Sehr gut. Danke, Valheim. Sogar eine Uhr haben sie eingebaut. Das ist ja praktisch. Huch. Bau mal bitte. Dankeschön. Dann hier hin. Und hier dran. Sehr gut. Ja, ne? Und das ist dann tatsächlich jetzt vielleicht gerade ein bisschen lästig, weil wir haben jetzt ja auch schon so viel dran rumgewerkelt. Und vor allem, wir müssen ja auch bei den anderen Sachen ja auch nochmal... Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Bei den neuen, also die werden wir nochmal abreißen und neu bauen, aber ich mache das jetzt erstmal überall, damit es einheitlich ist. Oh. Die wiegen ja gar nichts. Gut. So. Dann haben wir die schon mal. Und bei dem hier habe ich das Brett noch nicht gebaut. Ne? Dann mache ich das auch mal. So. Möbel. Fackel. Und dann immer in die Mitte. So dicht dran, wie es geht. So. Und hier, da, das meine ich, ne? Weil da jetzt der ist. Bitte sei mir nicht im Weg. Oh, Gott sei Dank. So. Ja, Mitte. Sehr gut. Also auch wenn es nicht absolut zu 100% die perfekte Mitte ist, ist es nicht so schlimm, aber... Ne? Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass du da hinguckst. Damit ich auch mal was sehen kann. So. Zack. Weg damit. Scheiße. So. Hier hin. Und... dahin. Warte mal. Da habe ich das Gefühl, die kriegen wir dich daran. Oh, Alter. Guck da noch mal hin. So. Ja, das ist weiter rein. Sehr gut. Dann hier. Müssen wir so seitlich gucken, glaube ich. Und so. Platt weg. So. Und hier haben wir natürlich deutlich weniger Platz. Habe ich mich auch verkalkuliert beim Bauen, ne? Aber was soll's. Da müssen wir jetzt durch, wa? Warte mal so. So kann ich genau durchgucken. Perfekt. Na komm. Da war's doch grad. Da. Zack. Und weg damit. So. Dann hier nochmal. Da sehe ich die Mitte gerade nicht. Ah, hier ist sie. Ja, ist mittig. Und hier nochmal. Schade. Ich habe gedacht, wir sind fertig, bevor der Tag beginnt. Weil ich wollte gucken, wie das bei Nacht aussieht. Aber was soll's. Ach ja, und hier die beiden für unsere Werkzeuge, die wir gerade tragen. Ne? Stimmt, die neue Spitzhacke. Da sollten wir eigentlich reinpayen, ne? Bei einem Aufbau Survival Craft mit den neuen Ressourcen immer erstmal die Spitzhacke. Ob du Minecraft spielst oder was auch immer. Es ist immer lohnenswert, erstmal die Spitzhacke aufzuwerten. So, oh ja doch. Ist schick.
Ist schick, ihr hattet ja recht. Und wir müssen es nie wieder auffüllen. Oh, ja doch, das hat wirklich tatsächlich einen sehr schönen Effekt. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, diese Flammen sind so Hammer, da kommt nichts gegen an, aber doch. So, warte mal, das Holz schmeiße ich hier hin. Wir sind immer noch überladen. Ja gut, komm, dann schleppe ich mich eben runter, was soll's. Kann ich nebenbei noch einen Schluck trinken. So. Sehr gut. Und das ist auch besser so, ne? Ich kann das jetzt viel, viel besser lesen als vorher. Nein! Oh, ich dachte schon, das fällt runter. So. Und runtergeschleppt. Das Eisen können wir ja gleich dann da runterwerfen. Und dann sind wir auch nicht mehr überladen. Und hier lasse ich die, oder? Einfach aus Prinzip. Aus Nostalgiegründen. Würde ich das mal so lassen. Und ich frage mich auch, ob eine neue Workbench dazu kommt. Ich glaube aber nicht, ne? Es kommen neue Workbenches. Nur die Erweiterungen kommen dazu. Aber ich habe nichts von einer neuen Workbench gehört bisher. Aber das heißt ja nicht, dass es so ist. Keine Ahnung. So, Magiestab rein. Hier und dort. Und dann können wir das Metall nach unten bringen. Das Eisen. Wenn das überhaupt noch reinpasst, passt es nicht. Doch, es passt genau. Sehr gut. Ja, was machen wir hiermit? Das hier können wir eigentlich alles auf den Speicher bringen, ne? Ja, können wir. Weil das ist ja obsolet. Das können wir zum Beispiel in unsere Schatzkammer bringen oder... keine Ahnung. Aber das ist hier ja nur... das ist hier ja nur im Weg. Also, ich würde ganz gerne dann lieber hier die Erze rausnehmen. Oder, da, ne, also den Platz nehmen, um die Erze zu speichern. Und aber auch diese hier zum Beispiel. Obwohl, ich bin ganz ehrlich, die braten wir so weg, ne? Mit der neuen Workbench. Also neuen Workbench-Erweiterung, meine ich. Oh, wir können reparieren. Das mache ich mal fix. So. Und außerdem unsere Spitzhacke natürlich. Von unseren Minenarbeiten. Sehr gut. Und ansonsten alles supi, ne? Dann haben wir ja heute tatsächlich ordentlich was geschafft. Und wir haben endlich Erz gefunden. Ey, das wurde aber auch mal Zeit. Ich war schon richtig frustriert. Aber so, ne? War es dann ja doch ganz nice. Und wir haben auch an der Stelle noch viel mehr gefunden. Und nicht nur das, wir haben da auch einen Ascheholzwald gefunden, der schon zur Hälfte runtergerockt war. Wobei ich eigentlich da ein paar Workbenches hätte hinbauen sollen, damit es nicht despawnt, was da liegt, ne? Aber, naja. Ich habe mich richtig gefreut. War der absolute Hammer. Und wir sind auch nur einmal gestorben. Juhu! Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und schreibt auch gerne Kommentare über die ganzen Fragen, die ich euch gestellt habe. Das wäre sehr nett, damit bin ich dann auch abgeholt und kann darauf eingehen, was ihr meint, ne? Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.